Warum verschlucken schwarze Löcher nicht den ganzen Weltraum? Die folgende Erklärung wird euch überraschen. Schwarze Löcher sind großartig im Vernichten von Materie. Sie sind sogar so gut, dass nicht einmal Licht ihrer Kraft entgehen kann. Aber warum dehnen sich schwarze Löcher angesichts ihrer Fähigkeit, Materie zu verschlucken, nicht einfach immer weiter aus und verschlucken das ganze Universum? Im Jahr 2018 hat einer der weltbesten Physiker eine verblüffende Erklärung dafür gefunden, die mich selbst sprachlos gemacht hat. Praktischerweise könnte die Idee auch die beiden größten Theorien der gesamten Physik vereinen. Der Forscher, der hinter dieser Erklärung steht, ist kein anderer als der Physiker Leonard Susskind von der Stanford University, der auch als einer der Väter der Stringtheorie bekannt ist. Er hat sich in einer Reihe von Veröffentlichungen zu dem Paradox geäußert, die im Wesentlichen darauf hindeuten, dass sich schwarze Löcher ausdehnen, indem sie nach innen immer komplexer werden. Eine Eigenschaft, die wir bei der Betrachtung aus der Ferne nicht einfach sehen. Mit anderen Worten, sie expandieren nach innen, nicht nach außen. Noch merkwürdiger ist, dass diese Hypothese eine Parallele in der Ausdehnung unseres eigenen Universums haben könnte, das ebenfalls auf eine kontraintuitive Weise zu wachsen scheint. Ich denke, es ist eine sehr, sehr interessante Frage, ob das kosmologische Wachstum des Raums mit dem Wachstum einer Art von Komplexität verbunden ist. Ein Zitat von Susskind. Und ob die kosmische Uhr die Evolution des Universums mit der Evolution der Komplexität zusammenhängt. Susskind mag über die Entwicklung des Universums spekulieren, aber seine Überlegungen darüber, warum schwarze Löcher mehr nach innen als nach außen wachsen, sind es wert, ausgepackt zu werden. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Art von Forschung theoretisch ist und nicht leicht durch den Prozess der Peer Review verifiziert oder widerlegt werden kann. Wir können nun mal nicht auf die Schnelle ein schwarzes Loch in einem Labor produzieren und mal nach innen schauen. Das sind theoretische Berechnungen. Doch auch hier müssen wir bedenken, dass theoretische Berechnungen vor vielen Jahren ein schwarzes Loch vorausgesagt haben. Wie unglaublich oder unmöglich klang das damals? Ein Loch in der Raumzeit mit unvorstellbaren Kräften, die unser Universum formen? Und doch haben wir ein Foto davon. Mit dem Appell möchte ich euch daran erinnern, wie wichtig diese theoretischen Berechnungen sind. Eine Theorie erlaubt es uns, einen möglichen Blick hinter den Vorhang zu werfen und zu verstehen, wie unser Universum funktioniert. Also zurück zum Thema. Es gibt hier einige ziemlich faszinierende Ideen, die es wert sind, ausgepackt zu werden. Und um das zu tun, müssen wir kurz zu den Grundlagen zurückkehren. Also festhalten. Vereinfacht ausgedrückt sind schwarze Löcher dichte Massen, die den Raum so stark verzehren, dass selbst das Licht, sprich Information, nicht mehr die nötige Fluchtgeschwindigkeit hat, um zu entkommen. Ein Teilchen des Lichts wird auch nicht eingesaugt, da schwarze Löcher den Raum so extrem verzehren, dass einfach die Richtung des Lichts verzerrt wird. Nach außen ist keine Richtung mehr. Die Richtung ist immer noch geradeaus für das Photon, auch wenn das geradeaus aus unserer Perspektive sehr verzerrt zu sein scheint. Die ersten soliden theoretischen Grundlagen für ein solches Objekt ergaben sich aus der Mathematik hinter Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie im Jahr 1915. Seitdem wurden physische Objekte gesichtet, die diesen Vorhersagen entsprechen, oft in den Zentren von Galaxien. Und eine gängige Analogie besteht darin, sich die Dimension von Raum und Zeit wie eine glatte, aber angespannte Oberfläche eines Bettbezugs vorzustellen. Sobald ein schweres Objekt wie eine Kugel das Bettlaken eindellt, verzerrt die Masse die Geometrie der Raumzeit oder des Bettlakens. Alle Objekte, die sich in der Nähe befinden, haben immer noch eine Geschwindigkeit, die sie nach außen trägt. Doch sind sie in der Delle eingefangen. Ein Equilibrium zwischen der Beziehung der Fliehkraft des Objekts und der Schwerkraft des schweren Objekts entsteht. Die Eigenschaften des Bettlakens unseres Universums bedeuten, dass sie einen tiefen Gravitationstrichter bilden kann, der sich nach unten ausdehnt, ohne sich weiter nach außen auszudehnen. Ja, die meisten Objekte dehnen sich nach außen aus, wenn Materie hinzugefügt wird, nicht nach innen. Wie können wir uns das also überhaupt vorstellen? Bettlaken sind nützliche Analogien, aber nur bis zu einem gewissen Punkt.
Um zu verstehen, wie sich Materie vor diesem superdehnbaren Hintergrund verhält, müssen wir woanders suchen. Glücklicherweise gibt es in der Physik ein zweites Regelwerk für die Funktionsweise des Universums, die Quantenmechanik. Sie beschreibt, wie Teilchen und ihre Kräfte zusammenwirken. Die beiden Regelwerke, die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik, stimmen jedoch nicht immer überein. Es gibt Diskrepanzen, kleine Dinge, die durch die Linse der allgemeinen Relativitätstheorie interpretiert werden, ergeben dann aber nicht viel Sinn. Und große Dinge wie schwarze Löcher ergeben Kauderwelsch, wenn man die Regeln der Quantenmechanik anwendet. Das bedeutet, dass uns etwas Wichtiges fehlt. Etwas, das uns erlauben würde, die raumbeugende Eigenschaft der allgemeinen Relativitätstheorie in Bezug auf endliche massen- und kraftvermittelnde Teilchen zu interpretieren. Ein Kandidat ist die sogenannte Anti-de Sitter-konforme Feldtheorie-Korrespondenz, abgekürzt ADS-CFT. Dabei handelt es sich um eine Art Stringtheorie trifft auf vierdimensionalen Raum. Diese Theorie zielt darauf ab, das Beste aus der Quantenmechanik und der allgemeinen Relativitätstheorie zusammenzubringen. In der theoretischen Physik ist die Korrespondenz zwischen Anti-de Sitter und konformer Feldtheorie, auch Maldacena-Dualismus oder Eichtheorie-Gravitation-Dualismus genannt, eine vermutete Beziehung zwischen zwei Arten von physikalischen Theorien. Auf der einen Seite stehen Anti-de Sitter-Räume, die in der Theorie der Quantengravitation verwendet werden, die in Form der Stringtheorie oder M-Theorie formuliert sind. Auf der anderen Seite der Korrespondenz stehen die konformen Feldtheorien, CFT, bei denen es sich um Quantenfeldtheorien handelt, einschließlich Theorien, die den Young-Mills-Theorien ähneln, die Elementarteilchen beschreiben. Die Dualität dieser Theorie stellt einen großen Fortschritt im Verständnis der Stringtheorie und der Quantengravitation dar, weil sie eine nicht-perturbative Formulierung der Stringtheorie mit bestimmten Randbedingungen ermöglicht und weil sie die erfolgreichste Umsetzung des holographischen Prinzips ist. Aber dazu gleich mehr. Also, in diesem Rahmen spiegelt sich die Quantenkomplexität eines schwarzen Lochs, also die Anzahl der Schritte, die erforderlich sind, um es in einen Zustand vor dem schwarzen Loch zurückzuführen, in seinem Volumen wieder. Die Komplexität eines schwarzen Lochs wächst also nach innen. Der gleiche Gedanke liegt einer anderen bahnbrechenden Idee zugrunde, dem holographischen Prinzip. Die genauen Details sind allerdings nichts für schwache Nerven, und das habe ich auch bereits in anderen Folgen aufgearbeitet. Die beiden Autoren der bestimmten Studie, Francesco Banini und Paolo Milan, nutzten zur Untersuchung der schwarzen Löcher das sogenannte holographische Prinzip. Die Forscher erklären, dieses revolutionäre und etwas kontraintuitive Prinzip besagt, dass das Verhalten der Schwerkraft in einer bestimmten Region des Raums alternativ durch ein anderes System beschrieben werden kann, das nur am Rande dieser Region und somit eine Dimension weniger lebt. Und was noch wichtiger ist, in dieser alternativen Beschreibung, holographisch genannt, kommt die Schwerkraft nicht explizit vor. Mit anderen Worten, das holographische Prinzip ermöglicht es uns, die Schwerkraft in einer Sprache zu beschreiben, die keine Schwerkraft enthält, und so Reibungen mit der Quantenmechanik zu vermeiden. Bernini und Milan haben die Theorie des holographischen Prinzips auf schwarze Löcher angewandt. Auf diese Weise werden ihre rätselhaften thermodynamischen Eigenschaften verständlicher, wenn man sich auf die Vorhersage konzentriert, dass diese Körper eine große Entropie haben und sie dann im Sinne der Quantenmechanik betrachtet, kann man sie wie ein Hologramm beschreiben. Sie haben zwei Dimensionen, in denen die Schwerkraft verschwindet, aber sie bilden ein Objekt in drei Dimensionen ab. Schwarze Löcher könnten wie ein Hologramm sein, in dem alle Informationen auf einer zweidimensionalen Oberfläche gesammelt sind, die ein dreidimensionales Bild wiedergeben. Auf diese Weise könnten diese kosmischen Körper, wie von den Quantentheorien bestätigt, unglaublich komplex sein und eine enorme Menge an Informationen in sich selbst konzentrieren. Wie die größte Festplatte, die in der Natur je existiert hat, nur in zwei Dimensionen. Diese Idee steht im Einklang mit Einsteins Relativitätstheorie, die schwarze Löcher als dreidimensional, einfach, kugelförmig und glatt beschreibt, wie sie nun mal in diesem berühmten Bild erscheint.
Kurz gesagt, schwarze Löcher erscheinen dreidimensional, genau wie Hologramme. Sich das visuell vorzustellen ist fast unmöglich, aber versucht nachzudenken, wie ein simples Hologramm funktioniert. Vielleicht könnte das helfen. Es klingt auch ein bisschen so, als würde man einen Film auf seinem Desktop herunterladen, nur um festzustellen, dass er jetzt im Inneren viel größer ist. So lächerlich das auch klingt, in der extremen Umgebung eines schwarzen Lochs könnte mehr Rechenleistung tatsächlich mehr inneres Volumen bedeuten. Zumindest ist es das, was uns Susskinds Theorie nahelegen möchte. Susskinds Vorschlag, dass die Quantenkomplexität letztendlich für das Volumen eines schwarzen Lochs verantwortlich ist, lässt die Physiker über die Auswirkungen nachdenken. Schließlich sind schwarze Löcher nicht wie ein gewöhnlicher Raum, so dass wir nicht erwarten können, dass gewöhnliche Regeln gelten. Aber wenn es sich lohnt, jemanden zu diesem Thema zuzuhören, dann wahrscheinlich Susskind. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, wie immer einen Daumen nach oben. Und falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Ein Abo würde euch helfen, keine weitere Folge mehr zu verpassen. In der Videobeschreibung findet ihr alle möglichen Links zu mir. Die führen euch weiter zu Plattformen, auf denen ihr mir unbedingt folgen müsst. Vielen lieben Dank und ich sehe euch alle in der nächsten Episode der Entropy.